So Leute, weiter geht es mit Shakes and Fidges LP mit dem Zuschauer. Hallo, willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Zuschauer LP. Nein. Ich habe es leider geschafft, gestern Abend nicht mehr aufzunehmen, da es mir richtig kacke ging. Deswegen bin ich pennen gegangen. Und jetzt gibt es quasi eine Aufnahme, die ich dann sofort hochlade. Das heißt, wenn ihr dies hier jetzt sofort seht, wenn ich es hochlade, dann ist es erst ein paar Stunden her. Oder sogar nur ein paar Minuten. So, ich habe Post bekommen von ein paar Leuten hier. Zum Beispiel der Frontix 3 hat mir geschrieben wegen das Sammelalbum. Wegen einer Seite w.4m7.de/Sammelalbum. Die Seite habe ich auch schon mal gesehen. Und dort muss man ja dann, hat man ein Sammelalbum abgebildet und man kann quasi alles anklicken, was man schon hat und was man nicht hat. Finde ich ziemlich gute Idee, aber das ist ja richtig aufwendig, erstmal alles durchzuklicken. Vielleicht werde ich das mal am Wochenende machen. Mal schauen. Ebenso habe ich nochmal Post bekommen hier. Was war das noch? Und zwar hier von den. Edlam hat mir geschrieben, machst du noch LPs? Ja, ich mache noch LPs. Wie man ja gerade sieht oder hört. Meine Abenteuerlust ist noch gut dabei. Ich kann auch noch hier ein bisschen trinken. Und dann werde ich mal nicht hiermit anfangen, sondern ich werde erstmal Gold in die Gilde reinpacken. Das habe ich heute auch noch nicht gemacht. Heute haue ich mal ein bisschen mehr rein, würde ich sagen. Den machen wir mal 8000. Sollte passen dann. Reingebuttert. Dann schauen wir mal in den Laden, denn ich habe hier dieses ausgetauscht hier, dieses Epic hier rausgenommen und diesen Helm hier. Vorher hatte ich diesen Helm, denn hier 133 Geschick, genauso viel Rüstung, sehr gut, etwas weniger Rüstung und hier alle Attribute 62. Naja, hier ist ein Ring, der ist nicht ganz so gut, den kann ich verkaufen, habe ich durch eine Quest bekommen. Und so langsam werden doch die Epics wieder ersetzt, würde ich mal sagen, durch die normalen Items, weil ob sich das jetzt gelohnt hat mit den Blättern, kann ich nicht sagen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir nichts Tolles mehr. Nein. Nur Glückstränke braucht kein Mensch. Die Epics werde ich alle noch behalten. Bin Level 79 inzwischen. Oh ja, es geht immer weiter voran. Immer schön meine 300 Abenteuerlust. Und ich habe noch was gehört und zwar von dem Oktoberfest. Und zwar kann man dort dann 300 Abenteuerlust versaufen bzw. benutzen. Kostenlos. Und das geht dann über das Wochenende, weil zurzeit ja in München das Oktoberfest ist. Schöne Sache, finde ich auf jeden Fall ziemlich nett. Kann man auch hier im Forum nachlesen von Shakes and Fidget. Heute Ziel ist es, im Dungeon einen Dungeon-Gegner zu schaffen, aber vorher werde ich skillen. Und zwar werde ich natürlich Geschick skillen. Ein bisschen Geschick reinhauen, dass ich hier 1800 habe, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, gehe ich noch ein bisschen auf Ausdauer. So, und dann schauen wir mal, was haben wir für einen Gegner? Wir haben hier, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Stärke-Gegner. Soweit ich weiß. Und das, was war das? Das war ein Geschickgegner. Und der Geschickgegner hier, die Krake, ist auf jeden Fall heute drin. Die muss drin sein. Also werden wir dann erstmal versuchen. Ein Try, der ist ja kostenlos. Schauen wir mal, was so abgeht. Ja, ist natürlich hin und her mit Ausweichen. Ob ich jetzt den ganzen Kampf zeige, weiß ich nicht. Und ich mache sogar fast mehr Schaden. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht richtig gut aus. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr ausweiche wie er, sollte der locker drin sein. Wir überspringen mal. Oh, das ist knapp. Der ist drin. Der ist drin. Der ist drin. Auf jeden Fall ist er heute drin. Und ich habe ja beim letzten Mal vergessen, die Maus zu ändern. Oh Gott. Und ich habe noch mein. Moment, ich muss mal eben mein Aufnahmeprogramm beenden, beziehungsweise mein E-Mail-Programm. Tut mir leid. Oh, habt ihr diesen Try gesehen? War das knapp. Ich habe gerade gesehen, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Oh Mann. Das war Epic Fail. Tut mir leid. Och, der muss doch fallen. Los, komm. Ich will jetzt nicht so viele Pilze da reinhauen. Nein. Nein, der muss doch jetzt. Mann, ey. Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, der wird jetzt einfach so fallen sofort. Oh Gott, dann gehen wir noch hier auf Charakter. Tränke sind noch alle aktiv. Und den Rest noch hier auf Geschick. Alles noch reinhauen. Haben wir ein bisschen mehr Geschick irgendwie anzubieten? Nein. Was ist das hier? Geschick. Nein, ich kann nichts mehr austauschen. Der muss jetzt fallen, der muss fallen. Waren noch so gute Tries dabei und jetzt kriege ich den fast gar nicht mehr runter. Gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schaue uns nochmal einen Kampf an, wie das so aussieht. Ja gut, er macht etwas mehr Schaden. Schaut jetzt mal an, ich habe fast mehr Geschick wie er. Ausdauer hat er ein bisschen mehr. Aber ein bisschen ist ja gut schon wenig, schon übertrieben. Richtig mehr. Glück habe ich. Warum habe ich so viel Glück? Gibt es nicht.
Ja, natürlich, wenn ich natürlich, wenn er nur ausweicht und ich nicht treffe, dann ist kein Wunder. Ich dachte jetzt echt, der fällt so einfach um. Aber ja, jawohl, er ist down. Ja, ich wollte gerade aufhören zu versuchen. Und jetzt geht er down. Wunderbar. Und Stufe 80. Stufe 80, Stufe 80. Und wir haben alle Attribute plus 10. Wunderbar. Und einer hat mir auch gesagt, dass ich einfach mal diesen Link hier reinpacken soll mit diesen Freunde-Verben in die Videobeschreibung. Kann ich machen. Dann bekomme ich ja irgendwie alle Attribute plus 1 oder so. Ist auch etwas, ne? Wenn ich ein paar Leute werbe. Ja, es ist auf jeden Fall down. Das ist natürlich jetzt toll, dass er down ist. Dann könnten wir auf jeden Fall noch den nächsten Mal. Was ist das? Oh, der Endgegner. Was kann der so? Hundertprozentig gibt es dort ein Epic. Das ist ein Geschick. Der hat 2000 Geschick. So eine Sau mit 2000 Geschick und 1760 Ausdauer. Den krieg ich ja. Oh, das war ein guter Try. Ja, gibt's ja gar nicht. Das war nur ein Glückstry, glaube ich. Denn ist hier, glaube ich, ein Stärkgegner. Ich glaube, der ist zurzeit auch noch nicht drin. Der hat 2000 Stärke. Aber. Ja, die Tries. Einige sind schon gut dabei. Oh, wird immer weniger. Aber ich will jetzt nicht die ganzen Pilze hier raushauen. Ne, da mache ich nicht weiter. Das lohnt sich nicht. Dann gehen wir mal in die Ehrenhalle und suchen uns mal ein Low-Level raus aus 7800 da. Und greifen einfach mal Mr. Idea an hier. Oder Idea, wie das auch mal heißen soll. Angreifen. Und da hüpft das Sammelalbum 58,65%. Schön. Die Gilde blinkt auch immer schön. Arena haben wir gerade gemacht. Waffenland habe ich schon durchgeguckt und den Zauberladen auch. Ja, das freut mich jetzt, dass ich den Dungeon geschafft habe. Und wir können jetzt eigentlich schon mal die nächste Quest wieder annehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese hier. Und dann werde ich gleich sofort die Folge hier rendern und hochladen. Ich bin leider etwas im Zeitdruck heute, wenn ich ehrlich bin. Denn heute steht ein Geburtstag an. Nicht meiner, sondern ein anderer Geburtstag. Und da muss ich dann gleich mal hin. Denn ich bin gerade von der Arbeit wieder da. Es ist inzwischen 14:08 Uhr bei mir, wenn euch das Ganze interessiert. Und gleich bin ich dann auf einem Geburtstag. Ja. Ehrenhalle, wir sind jetzt Rang 484. Und Charakter, ich habe mir das Ziel gesetzt, Top 100. Das ist hoffentlich machbar. 484. Ja, das sollte drin sein, meine Ehre, ja. Wir können auf die Gilde gehen, was da so ansteht. Der Wolf hat Moin geschrieben. Hier ist wieder Gildenraid, wahrscheinlich am Wochenende wieder ein Gildenraid. Wir haben zurzeit 106%. Es hat mich auch jemand gefragt, ob ich aus unter falscher Flagge rausgehen will oder noch länger bleiben will. Also zurzeit will ich da auf jeden Fall drin bleiben. Schöne, gute, konstante, super Gilde, wo eigentlich alles läuft und ich habe nicht vor, eigentlich diese zu verlassen. Warum auch? Wenn wir höher gehen hier. Ab welchen Rang hier? Ab welchem Level beginnt er ungefähr? Rang 100 hier. 118. Ja, ist natürlich noch ein Sprung. Ne? 118, das ist noch eine Hausmarke auf jeden Fall. Zurzeit Level 80. Sammelalbum immer noch nicht 60%. Ja, da muss ich noch arbeiten. Wie gesagt, ich werde mir mal hier das anschauen hier. Mit dem Sammelalbum. Hier nochmal danke für den Tipp. Werde ich mal auf die Seite gehen und werde dann wahrscheinlich am Wochenende mal alles anklicken. Vielleicht werde ich das hier auch zeigen, wenn ihr wollt, kann ich das hier auch zeigen mal, wie ich dann mein Sammelalbum hier nicht natürlich alles anklicke hier dann, nicht in 20-Minuten-Part, wie ich alles anklicke, sondern wie ich dann eben hier quasi das alles gemacht habe. Dann würde ich sagen, soweit soll es das für heute gewesen sein und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.